Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gern mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. 9 Stück für Tisch 4. Und der Walz hat wieder sein Gebiss auf dem Po verloren. Übernimmst du? Okidoki. Und was? Ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Schritt in dieser Sinnlos, ey. Was? Du kannst es momentan nicht dazu lassen. Ich wollte hier mit dir leben. Du brauchst mich. Du bringst mich ins Gefängnis. Ich krieg vielleicht 2 Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung, ne? Was? Kleine, klebrige Goldstimmen und meine Haare in deinem Tagebuch, hä? Wo hast du die Objekte? Mit irgendeiner Scheißspinze hat mit 10.000 Beinzimmer gezockt oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Am Tisch sitzen haben möchtest und so das typisch deutsche Frühstück. Wie sieht das denn in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück?